Papa? Bist ja schon da. Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Martin! Du bist ganz schön schüchtern, gell? Wo steckst du? Soll ich dir helfen? Wenn du magst. Kriegst du nicht alleine hin, ne? Schaffst du das, mich so richtig gut durchzuficken? Martin! Was machst du da? Lass mich weg. Das ist doch die... Tut mir leid, Papa. Sag mal, spinnst du? Was soll das? Wie kann man sich so einen widerlichen Kram anschauen? Ich wollte das nicht. Du gottverlassener Schwachkopf! Was meinst du, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn bei so einer Schweinerei erwischt? Du widerst mich an. Dir fehlt jeglicher Respekt. Das wird es nie wieder geben. Nie wieder, sag ich dir. Besser als mit einem lahmen Bus zu fahren, oder? Hör mal, Nadine, das von neulich, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Und ich stand da irgendwie kurz neben mir. Es kommt auf jeden Fall nie wieder vor. Versprochen. Ich brauch dich doch. Zehn Videos hast du gesagt. Danach kann ich tun und lassen, was ich will. Jetzt sind's wie viel? Ein paar mehr als 10, oder? Was ist jetzt mit deinem Versprechen? Habe ich das wirklich so gesagt? Ja. Gut, ich meine, du bist eine freie Frau. Du kannst tun und lassen, was du willst. Im Grunde genommen machst du das hier ja freiwillig. Ich zwing dich doch nicht. Oder? Nadine, wir hatten einen Deal und der beinhaltet ein paar Videos. Deal? Was für ein Deal? 10 Videos, hast du selber gesagt. Ja, dann habe ich das halt gesagt. Ja! Das Geschäft läuft doch super. Wir verkaufen so viele Videos, dass wir da gut von leben können. Schau dich doch mal um. Schau mal, wo du wohnst. Das kommt alles davon. Du könntest ruhig mal ein bisschen dankbarer sein. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du jede Nacht woanders gepennt. Überleg dir gut, mit wem du es dir verscherzt. Immerhin wohnst du in meiner Wohnung. Schon gut. Nadine, ich will das Beste für dich. Das weißt du doch. Deshalb habe ich dir doch die Chance gegeben. Du wolltest doch immer ein aufregendes Leben. Warum suchst du denn nicht eine andere? Echt? Ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut für mich allein sorgen. Okay. Dann fangen wir gleich bei der heutigen Gage an. Das sind wieder 600 Euro, die wieder direkt an mich gehen. Dann hätte ich außerdem noch gern die 400, die ich jeden Monat an Miete für dich abdrücken muss. Und was machst du dann? Wo willst du denn arbeiten? Du verdienst nirgendwo so viel wie bei mir, selbst wenn du schwarz arbeiten gehst. Du bist gut in dem, was du tust. Jetzt nimm die Kohle.
Ich will überhaupt keine andere. Du gefällst mir. Du gefällst den Leuten. Die lieben deine Videos. Jetzt nimm die Kohle, ich will dich morgen am Set sehen. Halt deine Kohle, scheiß auf die Videos und vor allem scheiß auf dich. Nadine, bleib hier. Nadine, jetzt warte! Nadine! Scheiße. Warum musst du dich immer so aufspielen, ne? Du nimmst jetzt die Kohle und kommst morgen zum Set, ist das klar? Glaubst du eigentlich, das macht mir Spaß, dich immer so anzuschauen? Komm, verpiss dich, Henry! Ich kann nicht auf dich verzichten. Ich komm dich morgen um 8:30 abholen, klar? Schon sehen. Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Gleich morgen früh rufe ich Herrn Schönefeld an. Der wird sich wundern. Wenn der wüsste, was seine Mieterin so alles treibt, der wird bestimmt aus allen Wolken fallen. Ich werde ihm sagen, er soll Frau Berger, diesem feinen Fräulein, ganz einfach fristlos kündigen. Dann schalte ich die Polizei ein. Dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Wir müssen uns gegen die Versuchung des Teufels behaupten. Weißt du, man will es kaum wahrhaben, aber Frauen sind es einfach nicht wert. Ein gemeinsames Leben mit Gott birgt weit mehr Wunder in sich als der Beischlaf mit einer Frau. Uns geht's doch gut, Junge, oder? Vergiss nicht, morgen kehrst du den Hausflur. Ihre schmutzige Wäsche gefälligst woanders, Fräulein Barangestellte. Ich habe Ihren Vermieter, Herrn Schönefeld, informiert. Anscheinend wusste er nichts von Ihren Machenschaften. Das alles hier ist eine Zumutung für mich. Und ganz besonders für meinen Sohn. Packen Sie Ihren Kram und verschwinden Sie. Wir brauchen Sie hier nicht. Komm, Martin. Sicherheit bekomme ich das hin. Thank you.
Was willst du? Ich will, dass du dich von mir fernhältst. Hast du es noch nicht kapiert? Komm, Nadine. Jetzt bin ich schon hier. Ich will mich einfach nur mal ganz ehrlich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, jetzt mach bitte auf. Ich will ganz normal mit dir reden. Was bringt sie denn jetzt zu schmollen, Nadine? Jetzt mach bitte die Tür auf. Sonst muss ich mit dem Schlüssel reinkommen. Du weißt doch, dass ich einen hab. Schnell den Müll raus. Schön, dass du dich umentschieden hast. Wie geht's dir so? Sieht hier ganz anders aus hier. Hast es hier richtig hübsch gemacht, ein paar Sachen dazu gekauft. Schade eigentlich. Warum ist das schade? Das hier hat es so an, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe übrigens den Dreh für heute abgesagt. Ich wollte es erstmal mit dir klären jetzt. Henry, was willst du hier? Und was willst du mit deiner Tasche? Ach, tut mir leid. Falls du es vergessen hast, das ist meine Wohnung hier. Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast, aber der Vermieter hat mir gedroht, mir die Bullen auf den Hals zu hetzen, wenn ich die Pornodarstellerin nicht rausschmeiße. Und warte. Soweit ich weiß, bist du die Einzige hier, die sowas macht. Das betrifft also dich. Nadine, ich kann dir keine Wohnung mehr bezahlen. Du musst jetzt mit zu mir kommen. Können wir vielleicht noch ein paar Videos drehen. Ich gehe nirgendwo hin, nur weil mein verkorkster Nachbar das so gerne hätte. Ich muss frühestens in 3 Monaten hier raus, selbst wenn du mir jetzt kündigst. Siehst du mal, wie egoistisch du bist. Es geht doch hier gar nicht um dich. Ich hab einfach keinen Bock auf Ärger mit den Bullen. Ah, Nadine, komm, pack deine Sachen. Und dann kommen wir in ein paar Tagen wieder hier hin, wenn der Alte sich abgeregt hat und holen den Rest, okay? Du willst jetzt anfangen oder dumm rumsitzen? Es tut mir wirklich leid, okay? Aber pack jetzt deinen Scheiß ein! Warum bist du eigentlich so eine undankbare Schlampe? Du weißt doch ganz genau, dass ich hier dein einziger Freund bin. Du würdest besser mal mir vertrauen. Nadine, warum tust du mir das an? Merkst du nicht, dass ich alles dafür tue, um dir zu zeigen, was du mir bedeutest? Und du machst so einen Scheiß hier? Pack das Messer weg und muss ich dich zwingen, mitzukommen. Lass mich in Ruhe! Ich schmeck! Glaubst du, ich... Bleib, wo du bist! Lass mich in Ruhe! Pack jetzt das Messer weg. Das scheiß Messer weg, du elendig Pfarrer! Ich schlafe! Ich muss mir was immer vertragen!
Kopf dran, ich will wissen. Martin? Martin! Martin, antworte mir. Mein Gott, Martin, was ist hier los? Verpiss dich einfach, Roller. Was machen Sie mit meinem Sohn?